Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder zusammen den Eurofishing, zusammen mit dem Golden Tee. Guten Tag. So. Jetzt. Will ich meinem. Ich kann mit Kieshaken aber nicht in Schlamm gehen, ne? Das wäre. Ich versuch das gerade. Weil das Kies. Ach, für sie. Was denn? Ich kann die Angel nicht ablegen. Ne, echt, schon wieder. Kann nicht A drücken, wenn ich die Angel ausgehe. Also, was auch immer auf los ist, aber. Drück mal Leertaste. Wenn du da an dein Angelding bist. So, jetzt bin ich hier auf Kies. Müsste ich im Normalfall, wenn ich jetzt A drücken, dann lege ich die Angel weg, aber passiert nichts. Bei Leertaste auch nicht? Nee. So ist halt, nicht. Ja, ist, dann kann ich nicht spielen. Ja, sicher, scheiße. Ach, was ist denn das für ein Kack jetzt? Weiß ich auch nicht. Ist Controller vielleicht leer? Ich hab ein Kabel. Achso. Und kannst du deinen Angelplatz denn wieder verlassen mit F? Oder mit Taste, was du brauchst? Mal zum anderen Angelplatz. Ja. Aber ich vergesse immer, wie schnell wir gehen waren, ja. Angelplatz beanspruchen. Das sieht soweit alles richtig aus. Auswerfen. Geht auch. Ah, hier geht's. Oh, nice, Gott sei Dank. Oh, meine 3 geht ab. Also jetzt geht alles. Mhm. Gut. So, ich hab den ersten Fisch schon dran. Komm ran, komm ran. Ich will nicht. Ich bin erschrocken, Alter. Warum? Ach, mir gepiept hat in dem Moment, wo ich. Welche Route das ist. Warum mach keine Faxen? Ich hab. Was ist das denn für ein Fisch? Lederkarpfen. 7,85 Kilo. Nice. Warte ab, da komme ich jetzt gleich drüber. Dann ruhig der nächste Fisch anbeißen. Komm ran, komm ran, komm ran. Ah, jetzt krieg ich den scheiß Kescher wieder nicht so, wie es soll. Der lebt 8 Stunden in der Luft. Da weg.
der scheiß Fisch. Lol. Was jetzt? Ich hab das Spiel gecrashed. Ja, geil. Was war denn das jetzt für eine Kacke? Und bei mir legst du die ganze Zeit die Angel hin und nimmst die wieder auf. Ja, ich hab... ich hab Stress! Ich hab irgendwie... Ach, jetzt ist abgerissen! Ich bin auf irgendeinen Knopf gekommen und da konnte ich auf einmal Angeln auswählen. Okay. Obwohl ich eine Angel in der Hand hatte, wo ein Fisch dran war. Und der war eigentlich auch schon in einem Zugweite. Alter, ich werd's grad aus wie meine Mutti. Alter! Ja. Oh, ich hab was auf Kies. Geht aber ab. Alter. Das ist der Wels. Ich merk schon, ja. Da ist der Wels. Bei dir oder was? Der wird sein, Junge. Der ist ganz weit unten auf dem Boden, bei 5-6 Metern. Kommt nicht hoch. Ne. Du einen Wels hast, ne? Und ich jetzt Platz. Komm mal ran jetzt. Das ist der Wels, Junge. Hast du einen Wels? Nee. Ah, ich wollte schon sagen, ey. Nee, Spiegel. Ach. Problem ist, durch die Sonne sind hier Reflektionen, also ich immer nicht so richtig, welche Angel hier piepen. Komm schon jetzt. So, aber jetzt habe ich dich. Oh, nice. Wieder ein Lederkarpfen, 8,36 Kilo. Ja, ist richtig, Junge. Hängt der hier auf seinen Vierer Cheetah-Haken, ne? Was mir auch noch fehlt, richtig cool wäre, wenn ich mich jetzt einfach hier auf den Stuhl setzen könnte, ja. First Person gehen und dann aber nur auf den See gucken. Ein bisschen chillen. Vögel zwitschern. Das Leben ist schön. Was wir mittlerweile aber verbessert haben, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich was um meine Grafikeinstellungen verändert habe, dass das alles nicht mehr so flackert. Ich hab mal ein Patch, da hat das alles geflackert im Hintergrund wie Sau bei mir. Okay. Ich hab das ja schon gekauft, da war das eine Woche draußen oder so. Ja. Eine Early Access und da weiß ich noch, da gab es nicht mal 16:9. Also 16:9 schon, aber kein Full HD. Die ganzen okay. Schriften und so waren noch unscharf und so weiter. Was irgendwie auf 720p gerendert war oder sowas. Also
20p war auch Quatsch und er hat keinen. Ja, 1980 zu 1000. Ne, 1960 zu 1080. Ist denn jetzt hier, so fällt dir hier nix. Bei mir Kuppa ist gerade auch im Moment nix. Hier ist Angeln verboten, steht ja auf dem Schild. Echt? Zu sagen, da ist ein, also da ist ein Typ drauf, der durchgestrichen ist, da ist Essen drauf, was durchgestrichen ist, glaube ich, und da ist ein Fisch drauf, der durchgestrichen ist. Da fange ich auch nichts. Ja, das wird sein. Die Fantasie sieht die Kontur von dem See aus wie ein springender Jaguar. Stimmt. Hinten da der Schwanz. So noch ein Stück nach oben geht, ganz hinten der Fuß, vorne ein Fuß und dann ganz vorne der Kopf. Dringende Jaguar. Hier fehlt sind so, warum stehen hier keine Bierdosen zum Beispiel? Gut, ich kenne auch viele sehr, sehr ernste Angler, sag ich mal, aber dann steht hier trotzdem wenigstens ein Thermoskanne beispielsweise. Ich glaub, das gibt dir gar keine Fische, wie du hast mir angeschlagen. Was? Du sagst, ja, komm ran hier. Fängst du fette Wälze. Nice. Ich will Wälze fangen, aber ich denke, dass sie mit der Mückenlarve, dass das nichts wird. Da ist der Wälz jetzt, komm mal. Ich weiß gar nicht, ich hab nicht drauf geachtet, oder? Ich habe schon wieder vergessen in dem Video, wo der Wälze fängt. Und da hat er auch diesen Bosswisch hier gefangen mit 47 Kilo. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was er da als Köder hatte. Das ist hier wieder bloß ein 2 Kilo Karpfen oder sowas. Bei mir will nichts mehr beißen, ey. Komm doch mal näher jetzt hier, du Viech. Die Meter ist ein bisschen weit weg. Will nicht. Noch ein bisschen zappen. Oh, was ist denn das? Ich hab Schnurbremse auf 18, die ist kurz vorm Reißen und der ist noch 4 Meter weg. Du bekommst diesen Kescher-Symbol nicht? Ja doch, aber 4 so. Meter Tiefe ist das, glaube ich, Quatsch. Ja. Geht nix. Kommt einfach nicht dichter als 4 Meter. Oh Gott. Der haut schon wieder ab! Das ist Schnur. Geh weg jetzt, komm, verpiss dich. Die Leine, Junge. Also ich habe noch nie mit einem Fisch so gekämpft. Aber ich habe jetzt trotzdem irgendwie nicht das Gefühl, der ist riesengroß, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die... dass er gleich abreißt, sondern ich habe das immer mehr oder weniger unter Kontrolle, ob der abreißt oder nicht. Bei mir piept die ganze Zeit die Angel, aber nichts passiert hier, ey. Noch mal ran. Er will einfach nicht. Ich will zum dritten Mal einen Kescher rausgeholt. Nicht dichter als 4 Meter, das gibt's doch nicht. Der Fisch ist buggy. Ja, hast du 10 Sekunden, dann ist die Folge Ende. Wenn du ihn da nicht hast, moderiere ich ab. Ja, der erste Wälz in dem Spiel und du willst die Folge abmoderieren. Nee, ich glaube, das ist wirklich ein Bug, weil
die Zahl geht, also die Distanz geht nie unter 4 Meter. Die Tiefe ist nur bei 0,2 oder so, aber... Nee, ist ein Bug. Ich habe jetzt auf 24 die Schnurbremse. Ja. Kurbel wie ein Bescheuerter und der kommt nicht dichter. Aber das hatte ich auch die ganze Zeit. Und dann irgendwann kam er, dann konnte ich den Kescher nehmen und dann war es aber so ein dicker Brocken. Aua. Mal kurz die Anzeige rot. Ich halte ihn jetzt gerade bei 22 im roten Bereich einfach mal auf Spannung. Irgendwo muss er ja hinschwimmen. Jetzt piept die andere Angel, ist klar, Alter. Kommt nicht näher als 4 Meter. Also wird noch was? Das ist wirklich verpackt. Aua. Ja, jetzt auch wieder auf. Ich krieg ja auch immer zwischendurch Kescher anlegen, aber ich kann mit Kescher machen, was ich will. Der kommt halt nicht ran. Oh, ich hab ihn. LOL, dafür brauche ich 8 Stunden. Na gut, es ist eine Schleie. Schleie ist ein sehr seltener Fisch, aber. Oh, ein bisschen übertrieben. So. Wer wird das hier nicht mehr heute bei mir? Bei mir auch nicht mehr. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder rein und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.